Guten Tag. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie die Matrize mit einer speziell vorbereiteten Mischung einschleifen. Wir zeigen den gesamten Prozess auf einer zuverlässigen SMP-200-Maschine mit einer Leistung von 7,5 kW. Warum sollte die Matrize eingeschliffen werden? Die neue Matrize ist gehärtet und weist viele Bohrspuren auf. Durch das Einschleifen der Matrize soll die gesamte Oberfläche der Matrize und die Löcher im Inneren gründlich poliert werden, sodass sie am Ende glatt und glänzend sind. Zum Einschleifen der Matrize benötigen wir eine speziell zubereitete Mischung bestehend aus 5 kg Weizenklei, 3 bis 3,5 kg Quarzsand, Feinfraktion, 4L-Öl. Egal welche Sorte. Schritt 1. Mischung Zubereitung. Für den Film verwendeten wir eine Mischung aus fein gemahlener Weizenklöhe und Sägemehl im Verhältnis 4 zu 1. Wir empfehlen unseren Kunden jedoch, nur Kleie, Heu oder Stroh zu verwenden. Quarzsand zur Kleie geben und vermischen. Wenn die Mischung homogen ist, das Öl hinzufügen und 15 Minuten einwirken lassen. Schritt 2. Vorbereiten der Maschine. Wir installieren eine neue Matrize. Aufmerksamkeit! Vergessen Sie nicht, den Keil einzusetzen. Wir setzen die Unterlegscheiben ein, ziehen die Schraube und die obere Mutter fest, um den Spalt zu verringern, und bauen dann den Korb zusammen. Schritt 3. Wir schalten die Maschine ein und geben unsere fertige Mischung hinzu. Wir sollten sie etwa eine bis anderthalb Stunden lang durch die Pelletmühle laufen lassen. Überprüfen Sie mit einem Schraubendreher, ob die Matrizenlöcher gut poliert sind. Wir hoffen, dass unser Guide sehr hilfreich war. Möchten Sie lernen, wie Sie mit der Herstellung von Pellets für Ihren Eigenbedarf beginnen können? Oder träumen Sie vielleicht von Ihrem eigenen Unternehmen? Wenn ja, hinterlassen Sie einen Daumen nach oben und abonnieren Sie unseren Kanal. Haben Sie weitere Fragen? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns. Wir stehen zu Ihrer Verfügung.